ist eine absolute Bank beim Schießen. Sie schießt schnell, sie schießt fehlerfrei. Sie ist absolut zuverlässig und auch in der Spur gehört sie zu den Besten. Aber nicht zu den Allerschnellsten. Dementsprechend hier der Rückstand von 14 Sekunden nach dem ersten Schießen von Tura Berger. Und die Führende, die Beste hier, war immer noch die Schweizerin Selina Gasparin. So, Startnummer 76, die gehört Sunnøve Sulemdahl. Zwei Fehler beim Liegenschießen. Analog zu Miriam Gössner schon zu viele, um heute ganz vorn mit dabei zu sein. Auch noch mal einen dazugepackt. Auch das genau wie bei Miriam Gössner. Dennoch in der Rückschau wird Sunnøve Sulemdahl sagen, dieses Jahr ein absolut gelungenes. Schaffte ihren ersten Weltcupsieg, holte zweimal Gold bei den Weltmeisterschaften. Sowohl mit der Mixstaffel als auch mit der reinen Frauenstaffel Norwegens. Der Rückstand von Sunnøve Sulemdahl nach dem Schießen. Wir können noch mal nachschauen, wie groß der von Miriam Gössner am Ziel ist. 1,37, beide mit drei Fehlern. Also mal sehen, ob Sulemdahl da vielleicht sogar einen Ticken schneller unterwegs ist als Miriam Gössner heute. Wäre keine Überraschung, denn die muss schon tüchtig müde sein. Sie, Laura Dahlmeier, ist heiß auf diesen Weltcup. Und sie hat entweder ganz starke oder überhaupt keine Nerven. Diese 19-Jährige, die ins eiskalte Wasser geworfen wurde von Novo Mesto und dort fabelhaft geschwommen ist. Mit 7 Jahren hatte sie erstmals ein Biathlon-Gewehr in der Hand. Mit 9 hat sie sich für diesen Sport entschieden. Vorher eher auf der Alpinfront unterwegs. Laura Dahlmeier. Jetzt das Stehenschießen, nochmal so eine abgezockte, abgebrühte Leistung wie vorhin. Und sie kann hier für einen tüchtigen Paukenschlag sorgen. Das ist überragend, was Laura Dahlmeier hier abliefert. Nicht umsonst haben die Trainer sie zu den Großen geholt nach ihren 3 Goldmedaillen bei den Juniorenweltmeisterschaften in Obertiljach. Jetzt ist sie angekommen bei den Erwachsenen. Zweimal geschossen, alles getroffen. Das ist sensationell. Laura Dahlmeier genauso wie bei den Weltmeisterschaften. Auch da hat sie in der Staffel beide Schießeinlagen fehlerfrei absolviert. Also die ist wirklich eine absolute Wucht. Laura Dahlmeier. Die macht Spaß. Schon am heutigen Tag hier richtig gut unterwegs. 5. Platz knapp hinter Andrea Henkel nach dem Stehenschießen. Ja, Ann-Christin Flatland hat hier insgesamt auch 3 Fehler geschossen. Wir schauen ganz kurz noch auf Burdiga. Die liegt noch relativ gut im Rennen. Schießt sie schnell, greift sie hier nochmal an, die Top-Platzierungen. Jawohl! Natalia Burdiga aus der Ukraine und mit dem Blick auf den Fjord von Oslo gehen wir ganz kurz mal runter zu Evi Sachenbacher-Stehle und Christian Dixner. Ja, und die ist 26. im Moment zeitgleich mit Nadine Horchler, wie wir gerade beim Blick auf den Zeitmonitor festgestellt haben. Bewerten Sie das dann als einen Erfolg, wenn Sie als Neuling mit einer gestandenen Biathletin sozusagen zeitgleich einlaufen? Ja, auf jeden Fall. Also für mich war das Schießen war halt richtig gut. Beim Stehen habe ich ein bisschen lang gebraucht, zwar weil ich noch mal absetzen habe müssen, aber die Treffer waren ganz gut, denke ich. Und nur auf der Strecke habe ich mich halt überhaupt nicht wohl gefühlt. Das ist irgendwie immer komisch. Wenn ich im Weltcup bin, dann kann ich auf einmal nicht mehr laufen. Wenn ich im IBU-Cup bin, dann geht es ganz leicht. Aber naja, morgen ist ein neues Rennen und vielleicht geht es ja morgen dann läuferisch auch ein bisschen besser. Und ich hoffe, dass das Schießen dann auch so bleibt. Ja, das Schießen, Sie kommen ja übers Schießen im Moment. Das überrascht uns ja alle, Sie auch ein bisschen immer noch? Ja, auf jeden Fall. Wie haben Sie das so schnell gelernt? Keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich habe ziemlich viel Zeit investiert in das ganze Schießen.
Und weil nur so geht es auch. Also, wenn man so spät anfängt, dann muss man viel Zeit investieren. Und das hat sich ja ausgezahlt, wie man sieht. Und ja, ich bin selber überrascht, dass das so gut geht. Uns interessiert ja auch ein bisschen, ob die Norwegerinnen damit richtig gelegen haben, so weit hinten zu starten. Also ob die Strecke tatsächlich schneller wird, jetzt wo die Sonne weggeht. Was hatten Sie für einen Eindruck? Wie hat sich die Strecke verändert? Nee, nicht wirklich. Also da oben bei der Kapelle ist es ein bisschen angezogen, aber das war beim Eilaufen auch schon so. Also jetzt während dem Rennen hat sich da nichts verändert. Dankeschön. Ja, klasse Schießen von Efi Sachenbacher-Stehle, aber noch besser hat Laura Dahlmeier geschossen. Die bei den Juniorinnen ja schon in den letzten beiden Jahren sehr, sehr erfolgreich unterwegs war und schon als das große Talent angekündigt wurde. Aber wie viele Talente sind schon irgendwo auf der Strecke geblieben? Laura Dahlmeier ist heute spätestens angekommen. 12 Jahre älter, Michela Ponza, die Italienerin. Klasse geschossen, das macht sie fast immer, die Michela. Aber läuferisch, Sie sehen es, hängt sie deutlich hinterher. Zuletzt überragend die Bronzemedaille der italienischen Frauenstaffel in Novo Mesto. Da war auch sie dabei. In den Einzelrennen schafft sie es nicht mehr ganz nach vorn, weil sie läuferisch halt nicht zu den Besten gehört. Was das Schießen anbelangt, kann man sich von ihr mehrere Scheiben abschneiden von Michela Ponza. Aber da steht sie hier wirklich keinen Zentimeter nach, Tura Berger. Währenddessen wir Laura Dahlmeier auf ihrer letzten Runde sehen, auf den letzten 2,5 Kilometern dieses Sprints hin zum Ziel. Und das wird auf jeden Fall eine bravouröse Leistung, ein Top-Einstand in den Weltcup. Tura Berger schießt und sie schießt wieder mal um Rang 1. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist phänomenal, das ist überirdisch. Sie beherrscht die komplette Klaviatur des Schießens. Auch wenn das Atmen nicht mehr passt, dann wartet sie halt 3 Sekunden und trifft auch den letzten noch. Das ist einfach großartig. Tura Berger und Biathlon in Perfektion. Sie kommt zur Zwischenzeit und sie ist wieder mal die schnellste. 11,7 Sekunden vor Marie Durand-Aubert. In der Heimat wurden die Leistungen von Laura Dahlmeier in der Staffel bei den Biathletinnen von Novo Mesto schon ausführlich gewürdigt. Jetzt noch mal kurz der Blick zurück auf Tura Berger, oben bei der Zwischenzeit. Na klar, die Kollegen der norwegischen Regie kümmern sich in erster Linie um sie und sie hat den Vorsprung ausgebaut. Tura Berger klar in Führung und nimmt schon wieder Kurs auf den nächsten Weltcupsieg. Wir aber freuen uns über die fantastische Leistung von Laura Dahlmeier, die jeden Moment in Zielnähe sein müsste. Die Norweger feiern, aber wir dürfen das auch. Und Laura Dahlmeier wurde zuletzt ebenfalls gefeiert bei einem Empfang ihres Skiclubs in Partenkirchen. Gemeinsam mit Felix Neureuther ist sie da empfangen worden. Und heute Abend wird der Trubel mit Sicherheit noch viel größer werden. Laura Dahlmeier auf den letzten Metern bei ihrem allerersten Weltcuprennen. Ein sensationelles 6. Platz für die 19-Jährige, für die Jüngste, die hier heute am Holmenkollen unterwegs war. Das ist ein phänomenales Resultat. 0 Fehler, Laura Dahlmeier. Und gelaufen ist sie wie der Teufel. Hat auf den letzten Metern sogar noch mal Zeit gut gemacht auf Natalia Burdiga, die nach dem letzten Schießen noch vor ihr war. Da sehen wir die eben angesprochene Natalia Burdiga. Die war eine Sekunde vor Laura Dahlmeier nach dem zweiten Schießen. Und die, das sieht man an der Körpersprache, hat deutlich nachgelassen. Währenddessen die 19-Jährige noch einmal beflügelt von ihrem phänomenalen Einstand hier bei den Erwachsenen auf der letzten Runde richtig Gas gegeben hat. Ich weiß nicht, ob sie sich das hätte träumen lassen. Ist jemals schon jemand so gestartet? So, 1, 2, 3, jetzt komme ich. Natalia Burdiga, ja, deutlich erfahrener. Ist schon 29 Jahre alt, aus der Ukraine. Auch sie übrigens hat schon eine Dopingsperre hinter sich. Natalia Burdiga ist jetzt wieder mit dabei, ist gelitten. Jeder verdient eine zweite Chance und ist im Ziel jetzt 9. und hat da deutlich Boden verloren auf Laura Dahlmeier, die momentan 6. ist hinter Andrea Henkel. Ehre, wem Ehre gebührt. Die Letzten werden die Ersten sein. Tura Berger in ihrem Revier hier oben oberhalb von Oslo.
Das ist eine glatte 1+. Ann-Christin Flattland, auch in der hinteren Startgruppe unterwegs. Der ging es nicht ganz so gut heute. Kommt jetzt ins Ziel, war nur 30 Sekunden hinter Laura Dahlmeier gestartet, hat sich 3 Fehler geleistet. Und ein Rückstand von 2 Minuten im Ziel. Noch einmal ein Fingerzeig, wie gut die junge Dame aus Partenkirchen war. Tura Berger, gleich biegt sie ein hier auf die letzten Meter. Ganz kurz rüber zu Laura Dahlmeier. Ja, ganz kurz, Tura Berger auf den letzten Metern, aber herzlichen Glückwunsch Ihnen zu Platz 6. Mit welcher Einstellung sind Sie heute in dieses Rennen gegangen? Auch wenn 7 wahrscheinlich wird, wenn Tura da ist. Danke. Ja, mein Ziel war 0 zum Schießen, schnell zum Laufen und einfach mein eigenes Rennen zu machen, genau wie Nubi Mesto auch schon. Wie war es um Ihre Nerven bestellt? Noch besser, wie das letzte Mal. Also man wird da ruhiger. Es ist ja nicht so viel Trubel, sage ich jetzt mal, wie bei der richtigen WM. Und es hat total Spaß gemacht und war wirklich schön. Vielen Dank. Zurück auf die Strecke, zurück zur letzten, die heute gestartet ist, zurück zur besten, zur ersten, die sie gleich im Ziel sein wird, zurück zu Tura Berger. 31 Jahre jung und kein bisschen langsam, kein bisschen müde. 4-mal Gold gab es für sie bei den Weltmeisterschaften. Mixstaffel, Verfolgung, 15 Kilometer und Staffel. Nur Silber, muss man sagen, hinter Bidruschna auf der heutigen Strecke, auf der Sprintstrecke. Und sie lässt nicht locker. Auch diese fantastischen Weltmeisterschaften haben sie nicht nachlassen. Lassen, hört sich komisch an. Aber hier zu Hause vor eigenem Publikum, das ist was ganz Besonderes. Das hat auch gestern Tadje Böll gesagt, der zum ersten Mal hier am Holmkollen gewonnen hat. Das gilt nicht für Tura Berger. Die holt sich den nächsten Sieg, den 9. in diesem Winter, untermauert ihre unglaublich große Führung in der Weltcup-Gesamtwertung. Das ist eine würdige Siegerin. 12 Sekunden Vorsprung am Ende auf Daria Domracheva. Tura Berger hat 0 geschossen, war nicht so schnell wie Daria Domracheva in der Spur. Aber was soll's. Zusammen wird abgerechnet. Laufen und Schießen gehört dazu. Und sie ist in diesem Winter die absolut Größte. 25. Erfolg in ihrer Karriere. So viele hat keine andere der momentan aktiven Biathletinnen. Die Weißrussin Pisareva kommt ins Ziel. Rückstand 1,32. Und der Rückstand ist jetzt auf sie hier gerechnet, auf Tura Berger. Also, als Letzte gestartet. Da unten gehen die Fähren ab in Richtung Kiel und viele, viele andere Orte. Auf dem wunderschönen Oslofjord. Unsere Grafik, die zeigt das Endresultat. Das fast schon gewohnte in diesem Winter. Ganz oben thront Tura Berger. Dann Daria Domracheva, dann die Olympiasiegerin Anastasia Kuzmina. Aber auf den Plätzen 6 und 7 die ersten beiden Deutschen. Die Älteste und die Jüngste dicht beieinander. Andrea Henkel und Laura Dahlmeier.